Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu Night of the Dead. Mit dabei ist natürlich der Yogi. Hallo, Krian. Hallo, Yogi. Ah, du nimmst sie mit? Okay. Ja, ich bin gerade so vorbeigelaufen. Gedacht so, Moment. Ja, ich wollte gerade meckern. Warum nimmst du das Zeug nicht mit? Das ist doch Loot und Loot tut gut. Gehen wir links rum oder rechts rum? Ich würde sagen rechts rum. Hinten ist ein Zombie. Ja. Auf der Straße. Wann wollen wir eigentlich zurückgehen? Ach, wir haben noch Zeit. Ja, ich weiß genau, wie das endet. Wir sind unterwegs und dann kommt die Horde. Ja, bei unserem Haus tun die ja nichts. Das heißt, wir sterben einfach und spawnen wieder. Ja, aber dann müssen wir unser ganzes Zeug wiederholen. Und dann sind wir voll, weißt du? Ich würde das schon gern leer räumen können. Ja, okay. Ich meine, wir machen es ja nicht wie früher in... Da hast du, glaube ich, 7 Days to Die noch nicht gespielt, gell? Wo es noch das Fast-Traveling gab. Nee, da habe ich es noch nicht gespielt. Nope. Ah. Du konntest nämlich dann mehrere Spawn-Points haben. Ja, wo das du heißt, dann du sagen irgendwo... könntest, an welchem Bett du spawnen willst. Genau. Und dann bist du halt, hast dich einfach selbst umgebracht. Und, dann bist du halt da wiedergekommen, wo du wolltest. Und konntest halt noch dein Inventar behalten. Ja, das ist halt nice. Ja gut, kannst du heute auch je nach Einstellung. Ja, aber das so spiele ich ja nicht. Ja, so spiele ich natürlich nicht. Ich glaube, damals war das noch Standard. Nimm erst den Zombie oder erst den Hut? Oder? Bumm. Oder? Bumm. Die tun mir immer... Oh, da kommen direkt noch ein paar. Oh, ich seh's. Nope. Ich loot gerade noch fertig. Nope. Au. Oh. Ja, eine ordentliche Backpfeife geschickt. Nee, der hat mir einfach mal... Die haucht direkt. Das ist der Schellenking. Oh mein Gott, er hat sich teleportiert. Entschuldigung, jetzt... Der moonwalkt. Auf mich drauf vor allem auch noch. Das ist der Michael. Der bitch-slappende Michael. Ich glaube, da kommt noch was. Da steht auf jeden Fall noch eine. Ich höre nämlich dauernd so ein Geschrei. Ich glaube, hier misshandelt einer von innen die Wand, der das hier mitbekommen hat. Aber hier draußen ist ja auch noch auf jeden Fall einer. Was kann ich hier nehmen? Ein Pfeil. Und Pizzakarton. Guck mal, in 7 Days to Die müssen wir jetzt Angst haben, dass irgendwann die Wand durchbricht. Ja, hier bestimmt auch. Aber in 7 Days passiert es halt schneller und du kannst dahinter halt einfach 20 Zombies haben, die dann kommen. Glaubst du echt, dass sie die Wände... Achso. Ja gut, die können unsere Base auch zerstören, das ist richtig. Ich meine, es dauert eine Weile und wie gesagt, bei 7 Days sind halt schnell mal 50 Zombies dahinter. Okay, 50 ist jetzt vielleicht übertrieben. Aber so 5. Und hier, glaube ich, prügelt halt so einer drauf ein. Und manchmal ist also gefühlt, dass das Passing bei 7 Days doch etwas intelligenter. Ja gut, das haben sie aber auch halt entwickelt. Ja, ja, das... Das soll jetzt hier gar kein Early Access sein. Ich sehe einen großen. Ja, den sehe ich auch. Der geht jetzt. Der hat uns auch gesehen. Ja, da kommt noch ein kleiner und links ist auch ein kleiner. Zwei kleine links. Auf, ich habe nur 7 Pfeile. Das muss ich mal ändern. Piu, 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 piu. Ja, der Große kommt auch. Ja, ich nehme ganz kurz den Dude hier mit. Ich fange einfach mal an, auf ihn zu schießen. 6 Pfeile. Ich habe einen kleinen bekommen. Links kommt noch einer, habe ich gehört. Ich habe keine Pfeile mehr, das ist jetzt kontraproduktiv in so einer Situation. Wenig. Ich glaube, der Große hat es auf dich abgesehen. Ja, das glaube ich auch. Ich nehme die 2 kleinen raus und dann helfe ich dir. Ja, kein Stress, ich nehme ihn erstmal ein Stückchen mit. Nett, er kommt zu dir. Mein Gott, ist er bei mir. Kannst du ihn... Du hast keine Pfeile, gell? Ich habe neue gemacht, das ist nicht, aber... Ich kann aber immer nur 5 machen, das ist scheiße. Warte, ich muss mal irgendwas aus dem Inventar rausschmeißen, dass ich mehr machen kann.
Ich verliere HP wegen Ding. Ich schieße in den Rücken. Er wird aber nicht sauer. Nö, er mag das vielleicht ein bisschen. Er steht drauf. Ich, okay. Auf einmal musste ich stehen bleiben. Das Spiel sagte, bleib stehen. Ja, man muss manchmal im Leben auch stehen bleiben. Er will mich nicht mehr. Er will dich nicht mehr. Nö, ich bin langweilig. Ich hab gesagt, nö. Der macht sich neu. Aber das Problem ist, das nicht Ausdauer. Der, den wir auch damals an der anderen Ding hatten? Der die 70 Pfeile gefressen hat oder so? Nein, wie kommst du denn darauf? Der die Hackebeile schmeißt, der Metzgermeister? Nö, Krieg, das. Ich habe noch 5 Pfeile. Ich muss da hinten die beiden Zombies looten, neue Pfeile holen. Ausdauerprobleme. Oh, ich kann nicht, hier ist noch ein Zombie. Ich habe 0 Pfeile. Und er will mich. Du kannst ihn ja mal looten im Vorbeigehen. Nope, ich habe ihn. Du hast ihn? T ist alles looten, gell? Ja. Mach dir mal ein paar Pfeile. Oh mein Gott, du bist jetzt dummerweise hinten in der Ecke, wo ich nicht hinkomme. Alles gut. Warte. Aua, nein, Hilfe. Er steht auf mir. Ich habe alle Pfeile, alles gut. Aua, du Arsch. Ich hab kaum HP. Oh. Ist er bei dir? Ja. Okay, jetzt kommt er wieder zurück. Er ist verwirrt. Oh, der Baum hat. Er ist down. Perfekt. Der Baum hat ein bisschen größere Hitbox als. Zumindest 13 Forschungsmaterial. Das ist doch okay. Verdammt, ich hab. Never mind, es war nicht der Baum, es war mein nicht vorhandener Skill. Oh Mann. Oh, ein Pilz. Käffchen. Naja. Ja. Machst du irgendwas zu essen dabei? Nö. Ich hab Pilze, ich hab rohes Fleisch. Ja, Pilze habe ich auch, aber rohe Pilze bringen nichts. Die schaden nur. Ich habe auch rohes Fleisch, ich habe rohes Geflügelfleisch, aber ich will keine Salmonellen haben. Ja, dann lass uns mal. Komm mal dahin, wo wir den Dicken gelockt haben. Da kann man wieder aus dem Gebäude rausgehen. Dann können wir ja Richtung Heimat aufbrechen. Ja. Echt, da kann man raus? Hier ist auf jeden Fall offen. Ah ja, rechts. Ja, ich sehe es gerade. Also ich weiß nicht, wie weit wir rauskommen, weil da ist auch nochmal ein Zaun, so wie es aussieht, aber könnte auch die Straße sein. Weil nicht, dass hier gleich noch ein Exploder kommt oder so. Oder ja, das wäre Metzger. Das muss ja nicht unbedingt sein. Ne? Und ich meine, wir wollen ja auch noch ein paar Pfeile vorbereiten. Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Hier sind 3 Zombies direkt am Ausgang. Ich meine, sie ignorieren mich gerade, während ich zwischen ihnen loote. Ja, du stinkst nach 20 Tagen, 6 Tagen Apokalypse schon so sehr, dass sie das einfach akzeptieren. Piu, piu. Auf welchen gehst du? Links, okay. Ganz links den. Ja, ich nehme dir den anderen ab, der sich auf dich fokussieren will. Uiuiui. Lustige Rockler. Ach, der Krian kümmert sich ja schon drum. Ich kann irgendwie manchmal nicht rennen. Hallo? Nein, mach mal nicht. Und von ganz da hinten kommt jetzt. Nee, er kommt doch nicht. Da kam nur gerade was angerannt. Das sah so aus, als würde er Speed geben, um zu uns zu kommen. Und wir gehen jetzt eigentlich straight durch, würde ich sagen. Ja, ich würde jetzt hier die Straße noch so ein bisschen mitnehmen, tatsächlich. Ja, und dann müssen wir Essen vorbereiten, Pfeile vorbereiten, HP generieren. Hinter mir sind auch noch welche. Wir brauchen halt einiges Essen allein, um das verlorene HP halt wieder hochzukriegen. Du wahrscheinlich und ich auf jeden Fall.
Ja, ich bin bei etwa 40. Ja, ich bin bei 45. Ich habe mir lauter Kräuter reingeballert. Das Problem ist nur, Kräuter geben quasi nichts in Reinform. Müssen wir nochmal hier im Forschungstisch gucken, ob wir nicht irgendwie Heiltränke oder sowas in der Richtung. Und mein Inventar ist voll. Dann schmeiß mal Pilze raus. Ich hätte jetzt eher die Wolfsknochen rausgeschmissen. Weil die Pilze kannst du natürlich halt nehmen. Auf. Warte. Ich hab noch Platz, wenn du mit Pilzen. Tu mal hier Pilze raus, die kannst du. Ja. Und wahrscheinlich mit. Geflügelfleisch hast du ja auch, da lege ich dir auch noch hin. Ja. Dim. Cooles Werbeplakat hier. An der Bushalte. Ja. Die Bushalte sieht ein bisschen zu neu aus, würde ich mal sagen. Die wurde aufgebaut kurz bevor die Apokalypse gestartet. Also, oh, wir haben jetzt hier Eröffnung, die neuen Bushaltestelle am Kraftwerk Süd. Und das war's auch schon. Mehr gab's dann nicht mehr. Kann man hier bei den Großen irgendwas mitnehmen? Nee. Nö. Ich stehe nur da und sehe gut aus. Ein halbes Eisenfass. Gehen wir hier. Nee, das habe ich nicht mal in der Kreuzung, wo wir vorhin auch waren, oder? Wo wir links gegangen sind zum Ding, ja. Ja, da oben ist der Container, den ich nicht looten konnte. Gehen wir dann querfeld ein, oder? Weil die Straße haben wir ja quasi gelootet. Ja. Hier ist der Tunnel. Genau. Da ist der Rabe. Nicht töten, wenn er auf dem Auto ist. Sonst kriegen wir ihn nicht. Okay. Ich versuche ihn wegzuspeuchen, du musst ihn aus der Luft schnappen. Okay. Das klingt nach einem Plan, der nur funktionieren kann. Na dran. Aber hier ist noch ein Fass gewesen. Oh, da ist ein Sperling gefangen. Jetzt ist es ein Toter. Ja, der Rabe ist halt einfach mal disappeared, als ich ihn erschossen habe. Läuft bei dem. Das sind ganz neue Arten von Überlebensskills. Wir sterben einfach nicht, wir werden unsichtbar. Bei Impact. Ist das hier Metall? Das muss ich mir doch mal näher angucken. Ja, das tut nicht gut. Vor allem den groß. Ja, aber meistens ist da trotzdem nicht so viel drin, glaube ich. Soll ich dir dabei helfen? Nö, alles gut. Was trotzdem? Nee. Hast du Loot bekommen? Ja. Ich nicht. Bisschen Eisenerz, bisschen Schießpulver. Dann hast du den Last Hit gemacht. Man muss nicht viel arbeiten, sondern nur effektiv. Das stimmt natürlich. Jetzt ist der Krian hier wieder am effektiv arbeiten. Das gefällt mir ja gar nicht. Ha, meins. Krian, ich find's gruselig allein mit dir im Wald. Das waren seltsame Geräusche gerade. Und ich find's noch viel gruseliger, wenn ich nachher alleine zurück muss. La 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 la. Eisen. Jetzt wollte ich gerade meine Milch mit der einen Hand aufdrehen, um hier ein bisschen was Milchmäßiges einschenken zu können in den Kaffee, aber nein. Da kommt der Eisenklumpen. So. Ich bin ja mal gespannt, wo die zweiten Koordinaten uns dann gleich hinführen. Also, was heißt gleich? Nach der nächsten Horde halt. Ja. Also gleich. Würde ja jetzt lachen, wenn es uns ins Kraftwerk schickt. Ist wahrscheinlich, würde ich sagen. Ja, weil mein erstes Ding war ja jetzt ein Labor. Da sind wir ja auch ganz entspannt hingedümpelt. Wir haben einen Fehler gemacht tatsächlich. Und zwar? Wir haben uns nicht in unsere Schlafsäcke gelegt, bevor wir losgelaufen sind. Was ist das dann für ein... Ach, das ist aber dann die Fahne, oder?
Wahrscheinlich. Ich habe nämlich auch gerade überlegt, was ich da anvisiere, wo ich hinlaufe. Aber unsere Schlafsäcke dürfte es nicht sein, außer dass es gefixt, dass man beim Reconnecten halt... Nee, das dürfte die Fahne sein. Ja gut, aber die Fahne ist ja auch auf demselben Weg. Also von ja. Daher. Brauchen wir ja gar keine Angst haben. Hier ist noch nichts geladen, das sieht gerade sehr lustig aus. Da unten sind, müssen wir hin. Klippen springen. Hui. Oh, ein Wildschwein. Die sind erstmal nicht aggro, glaube ich. Erstmal. Der war gar nicht aggro. Er hat mich gar nicht wahrgenommen. Trotz der 6 Pfeile oder die es gebraucht hat. Ja, der war halt hart am Chillen. Weißt du, das war so ein Pumba. Ein Timon. Pumba ist Schwein? Pumba ist das Schwein, ja. Okay. Oh, offene Türen. Kann man ja mal reingehen. Ah, hier ist aber ein schöner Ausblick von hier oben. Ja, ne? Ja gut, es hat ja einen Grund, warum wir da oben waren. So ist es nicht. Ich mach jetzt erstmal. Da sind noch Kisten oben. Ja, das habe ich auch gesehen. Und wir haben noch die eine Mauer da stehen. Die haben wir noch nicht weggemacht. Oh. Bam, 16 Eisen mitgenommen. Läuft. Oh mein Gott. Was ist los? Ein Hit, ich bin tot. Cool. Soll ich dir entgegenkommen? Ich bin hier gerade am Klippe runtergehen. Ich muss jetzt ganz langsam gehen. Ich habe mir mal einen Respawn-Punkt gesetzt. Das Gemüse ist ready. Nein! Gleich stirbt Indiana Jones. 2022 kommt der 5. Teil Indiana Jones. Ich habe den 4. nicht gesehen. Du hast doch nichts verpasst. Ja, deswegen habe ich mir auch nicht angeguckt. Das wurde mir des Öfteren gesagt. Er war halt unnötig. Ich fand, der 3. Teil ist der beste, aber nur weil es da um Nazi... Oh, scheiße, ein Bär! Oh, scheiße. Ich bin jetzt im Haus. Ich bin tot. Hilfe! 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 Er ist hinter mir! Hilfe! Es gibt hier nur einen Bär im Haus. Das bist du, mein ist okay. Mein erster Tod durch einen Bären, weil er neben unserem Haus spawnt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Weißt du, ich sterbe die ganze Zeit nicht. Ja, bin ich auch direkt mal tot. Bringt der Kian einfach einen Bär ins Haus. Weißt du, wir haben schon öfters mal über Ungeziefer. Ich mach jetzt erstmal die Tür zu, bevor du irgendwas machst. Ja, ich loote meine Sachen. Dumme Idee. Dumme Idee. Ja, ich hab meins. Du bringst ihn wieder rein, oder? Ja, ich nehme ihn wieder mit raus. Hihi, daneben. Hihi, daneben. Nein, nicht daneben. Ihr mag diese Bären nicht. Können wir ihn nicht vielleicht in die Bärenfalle bringen, auch wenn sie eigentlich für mittlere Tiere ist? Ich mache jetzt erstmal die Tür zu. Er kommt! Tür ist zu. Das Problem ist, wir haben jetzt keine Möglichkeit, ihn zu treffen. Hui! Nein! Was machst du denn? Ich hab ihn. Okay. Arschlochbär. Ich hätte mich tatsächlich noch einmal töten lassen sollen. Warum? Weil ich mehr Leben hab. Oh, ich kann nicht mal alles aufnehmen von ihm. Es gibt übrigens zwei verschiedene Blumenkohl. Okay. Nee, Brokkoli. Ich habe einen, der minus 10 Leben und 10 Energie gibt und oben ist einer, der nur Energie gibt. Plastikstück, ne, Knochen ist das hier. Das war jetzt aber trotzdem traurig. Ja, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Ja, es ist halt doof, dass er direkt neben unserem Haus spawnt. Ja, warum macht der sowas auch? So, das nehme ich. Schönes T-Bone, nehme ich auch. Ach ja.
haben wir denn hier? Schießpulver. So, dann mache ich mal da weiter, wo ich gerade aufgehört habe. Essen einsortieren. Ach so, ich dachte sterben. Nein. Ich meine, damit habe ich jetzt auch aufgehört, aber... Ich wollte dir dann nachmachen. Ich habe kleines Eisen bekommen. Ja, wir brauchen auch nochmal eine neue Kiste. Ja. Wir brauchen einiges. Weil ich habe keinen Ort, wo ich Sachen reintun kann. Ein Weiß. Aber hat mir da drüben nicht noch eine Kiste? Nee, hat mir nicht. Hier waren die Karotten. Hättest du gern gelbe Pilze oder rote geröstete Pilze? Ich gönne mir alles, was man essen kann. Ich habe von beiden gleich eine Menge gemacht. Dann kriegst du einfach einen Stack von den gelben, nämlich die roten. Okay. Warte, ich habe auch noch hier noch ein geröstetes Hähnchen für dich. Aber ich glaube, ich muss noch mehr Fleisch machen, um wieder auf volle Dinger zu kommen. Ja, hier oben ist, glaube ich, sogar noch eine Wurst drin. Ja, aber die ist halt extrem. Ja, und die bringt halt auch nur... wo ist das? Ach, da sind die Pilze. Nehme ich mal kleines Fleisch. Ja, ich hätte hier noch ein gutes Fleisch auch einstecken. Ja, das kannst du in die Kiste tun. Weil die kleinen Fleisch reichen ja erstmal. Ja. Warte, ich gebe dir mal hier die Hälfte. Ich kann es nicht in die Kiste tun. Da liegt ein bisschen kleines Fleisch für dich. Das gibt nämlich dann genug und dann kannst du gucken, dass du... Ich droppe dir jetzt mal das gute Stück Fleisch hier. So, da ist noch Fleisch hier unten. Ja, ich nehme das mal. Oh yeah, 90%. Ja gut, 90%, da bleiben wir hängen, aber das ist erstmal okay. Ja, warte. Hier droppe ich noch eins. Damit bist du dann auf 100. Auf den Kisten liegt's. Ah. Das nehme ich mir mal. Jetzt müsstest du bei 100 sein. Bin bei 100, ja. Wie die nächste Horde allerdings aussieht, das seht ihr erst beim nächsten Mal. Euch wünsche ich bis dahin noch einen schönen Abend. Danke fürs Einschalten und auf Wiedersehen. Bye bye, bleibt gesund. Ciao.